Happy Mom, die App für frischgebackene Mütter. Typische Situationen im Leben von Müttern mit Baby. Mobile Mütter benötigen einen ruhigen und sicheren Platz zum Wickeln und Stillen ihres Babys. Die Happy Mom App gibt Auskunft über den nächstgelegenen ruhigen und sauberen Ort zum Stillen oder Wickeln. Solch ein Ort kann beispielsweise ein kinderfreundliches Café sein, in dem das Baby gestillt wird und die Mutter sich entspannen kann. Und so funktioniert Happy Mom. Frisch gebackene mobile Mütter nutzen die App nach einer Registrierung kostenfrei und finden ganz einfach saubere und geschützte Orte zum Stillen oder Wickeln in ihrer Nähe. Firmen mit Produkten für junge Mütter und Familien, egal ob Babynahrungshersteller, Spielwarenhersteller, Versicherungen oder Banken, platzieren gegen Bezahlung Werbung in der mobilen Applikation. Kinderfreundliche Kaffeehäuser, Babyhäuser und Apotheken und Drogerien können sich als Anbieter von Still- und Wickelplätzen bei Happy Mom registrieren. Durch die Publikation der von ihnen angebotenen Still- und Wickelmöglichkeiten generieren die Geschäfte zusätzliche Laufkundschaft und somit zusätzlichen Umsatz. Einen Teil dieses Umsatzes fließt zurück. Happy Mom wächst mit dem Kind und kann schon bald als Marktplatz für Kinderbedarf, als Vermittlungsplattform für Kinderbetreuung, als Spielplatzfinder, als Ideensammlung für kinderfreundliche Ausflugsziele oder auch als Hilfe in der Not verwendet werden. So hat Happy Mom das Potenzial, aus jeder normalen Familie eine Happy Familie zu machen. Nach einem Initialaufwand für die App-Entwicklung stehen den laufenden Betriebskosten, welche weitere Entwicklungs-, Infrastruktur- und Personalaufwände sowie Kosten für Marketingaktivitäten abdecken, zweierlei Einnahmequellen gegenüber. Es sind dies einerseits Umsatzanteile von Geschäften und andererseits Anteile aufgrund der Publikation von Werbung. Durch die zunehmende Nutzerinnenbasis steigen die Einnahmen in naher Zukunft kontinuierlich an. Zu guter Letzt sei dem geneigten Investor auch der Business Canvas nicht vorenthalten.